Herzlich willkommen zu meiner Guardians of the Galaxy Volume 3 Review. Ja, ich habe den Film gestern schon in der Vorpremiere gesehen und möchte heute mit euch darüber reden. Der erste Teil des Videos wird spoilerfrei sein, das heißt, ich mache einmal eine kurze Zusammenfassung über meine Meinung. Dann gibt es einen dicken, fetten Warner, eine Warnung. Und dann gehe ich in den Spoiler-Teil über. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, was ihr vermutlich noch nicht gemacht habt, weil der Film gerade heute erst richtig anläuft, schaut euch gerne den ersten Teil an und schaut euch, nachdem ihr den Film gesehen habt, den zweiten Teil des Videos an. Ist alles in einem Video, aber ich sag gleich, Achtung, dann und dann kommt's zu Spoilern. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Ich mach's nachher nochmal deutlich. Wundert euch übrigens nicht, dass ich hier in einem anderen Setup sitze als normalerweise vom Greenscreen. Ich dachte, ich probiere es einfach mal so aus, da diese Review nicht Jan schneidet, sondern ich schneide und ich probiere mich einfach mal neu aus. Mein Eindruck von dem Film, ich habe gar nicht so viel Großes erwartet. Ich habe mich gefreut auf den Film. Ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn besser als Guardians 2, ungefähr auf einem Level mit Guardians 1, würde ich sagen. Ich fand den Film richtig gut, der hat Spaß gemacht. Ich freue mich, ihn noch ein zweites Mal zu gucken. Und ich kann so viel sagen, wenn ihr die ersten beiden Filme mochtet, wenn ihr allgemein das ganze Guardians-Theme mochtet, ist der Film auf jeden Fall was für euch. Ich persönlich finde, dieser Film rundet die Trilogie extrem, extrem gut ab. Man merkt wirklich, dass James Gunn mit einem letzten Knall sich aus dem MCU verabschiedet, dass die Guardians wirklich seine Figuren waren, mit denen er halt jetzt... Boah, wann sind die gestartet? 2014, glaube ich. 2014 oder 2000... Nee, 2014 sind die gestartet. Kurz nach... 2 Jahre nach Avengers 1. Ja, 9 Jahre ging diese Reise jetzt und man merkt wirklich, dass diese Reise jetzt nach diesen 9 Jahren, nach der Beendigung der Trilogie abgeschlossen wird. Kann man positiv sehen, kann man negativ sehen. Ich finde, sowohl die alten Charaktere funktionieren alle sehr gut, als auch die neuen Charaktere. Da komme ich gleich im Spoiler-Teil nochmal auf die einzelnen Charaktere zu sprechen. Auch, dass das Team jetzt so groß geworden ist, funktioniert trotzdem immer noch recht gut, da man den einzelnen Charakteren in kleinen Gruppen recht viel zu tun gibt. Mantis und Drax haben wieder eine super Dynamik. Nebula bekommt auch viel zu tun, besonders in Verbindung mit den beiden. Funktionieren meiner Meinung nach richtig gut. Ich war ja schon von Teil 1 auf ein Fan von Nebula. Peter, finde ich, ist in dem Film irgendwie doch einigermaßen in den Hintergrund gerückt. Rocket, da kann ich gar nicht mal so viel zu sagen, ohne zu spoilern. Da möchte ich später nochmal drüber reden. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich und man merkt, es wurde über die letzten Filme und auch über das Holiday Special, das man nicht wirklich gesehen haben muss, meiner Meinung nach, wurde halt recht viel aufgebaut. Also damit wollte ich sagen, dass das Holiday Special nicht wichtig für den Film ist. Es gibt halt dieser eine kleine Twist am Ende vom Holiday Special, der einfach am Anfang kurz klargestellt wird, dass das jetzt so ist. Ja. Aber ich kann gar nicht so viel erzählen, ohne zu spoilern. Was ich sagen kann, bleibt auf jeden Fall sitzen bis zum Ende, bis die Credits komplett durchgelaufen sind. Es gibt 2 Post-Credit-Scenes. Also warten lohnt sich, ist nicht wie bei Endgame. Auch wenn sich der Film so ein bisschen wie ein Endgame für die Guardians anfühlt. Man bekommt Post-Credit-Scenes. Und der Film ist, finde ich persönlich, ein Tacken brutaler als die anderen MCU-Filme. Es gibt da besonders zum Ende hin eine Kampfsequenz, die hat, finde ich persönlich, richtig Spaß gemacht. Wo aber auch gern mal ein bisschen... Es wird sehr viel angedeutet, sehr viel Brutales angedeutet. Es wird teilweise weggeschnitten. Aber man sieht doch mehr als in den normalen MCU-Filmen. Kommen wir nun zum Spoiler-Teil. Achtung, alle die diesen Film noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, schaltet das Video jetzt aus. Ich gebe euch noch kurz Zeit. Also blablablub. Jetzt geht's zum Spoiler-Teil. Blablablub. Ich hoffe, ihr kommt jetzt schnell genug an den Ausschalt-Button. Blablablub. Ich glaube, das reicht jetzt auch an Zeit. Ich warte noch ganz kurz. So. Spoiler. Ab jetzt wird gespoilert. Ja, erstmal das Größte vorweg. Es stirbt niemand.
Es wird zwar sehr, sehr, sehr gerne damit gespielt, dass der ein oder andere Charakter kurz vorm Draufgehen ist. Wir haben einen Moment, wo Rocket schon halb im Jenseits hängt. Wir haben ganz am Ende einen Moment, wo Peter schon eigentlich halb tot ist. Wir haben einen Moment, wo wir denken, okay, um Drax steht's nicht gut. Wir haben ganz am Anfang einen Moment, wo wir denken, okay, Nebula beißt jetzt gleich ins Gras. Aber es ist alles nur ein riesiger Troll. Es überleben alle. Finde ich ehrlich gesagt cool, weil das ist das Einzige, was ich nicht erwartet habe. Und somit hat der Twist super funktioniert. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendeiner hops geht. Aber es funktioniert. Man merkt halt wirklich, dass James Gunn sehr, sehr auf die Emotionsdrüse drückt. Um die Katze schon mal aus dem Sack zu lassen, es ist halt am Ende wirklich so, dass die Guardians sich aufsplitten, dass Rocket der neue Anführer der Guardians wird, dass Peter zurück nach Hause zu seinem Großvater geht und dass die Guardians jetzt selber ihren eigenen Weg so ein bisschen gehen. Das bedeutet sehr wahrscheinlich, es wird weitere Guardians of the Galaxy Filme geben. Allerdings unter einer anderen Regie und mit einer anderen Gruppe. Darunter gehören zum Beispiel Craiglin, den kennen wir ja auch schon aus dem Guardians 2-Film und aus dem Holiday Special und so. Adam Warlock gehört dazu, zu dem ich gleich noch einiges sagen möchte. Groot natürlich, Rocket als neuer Anführer. Und da war ein Charakter, der wurde uns noch gar nicht so vorgestellt. Der wurde einfach nur gezeigt, dass der Charakter irgendwie Fähigkeiten hat. Bin gespannt, wer das ist, weil ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt keinen Namen zu. Aber ja, das sind anscheinend die neuen Guardians of the Galaxy. Obwohl Star-Lord anscheinend ja auch zurückkehren wird, so letzte Post-Credit-Scene. Bin gespannt. Ich hoffe nur, dass sie wirklich einen guten Regisseur finden, guten Director, der die Filme auch wieder so hinbekommt wie James Gunn. Natürlich kriegt keiner die Filme so hin wie James Gunn, aber ich erhoffe einfach mal, dass sie jetzt nicht so einen Taika Waititi da hinsetzen, der da so ein Thor 4 rausmacht. Ja. Gehen wir mal die verschiedenen Charaktere durch. Chris Pratt als Anführer trauert immer noch um Gamora und wir sehen deutlich andere Seiten von Star-Lord als normalerweise. Wir sehen einen deutlich emotionaleren, frustrierteren, verzweifelteren Star-Lord, was Chris Pratt natürlich auch deutlich mehr Futter für die Rolle gibt. Am Anfang fand ich ihn ein wenig anstrengend, aber sie haben es hinbekommen, dieses anstrengende nach Gamora hinterherheulen in einen ziemlich guten Gag umzuwandeln. Aber das haben sie auch nur dadurch hinbekommen, dass die Crew da halt extrem gut drauf reagiert. Dass halt alle, sobald er wieder anfängt, von Gamora zu reden, mit den Augen rollen. Es ist halt wirklich ein richtig, richtig guter. Wie nennt man es nochmal? Ensemblefilm. So. Also, ich finde, das Ensemble funktioniert extrem, extrem gut. Nicht jeder Joke hat gesessen, aber allein weil die ganze Crew, das ganze Ensemble, das so aufgenommen hat, beziehungsweise auch so kommentiert hat, kann ich das verzeihen. Also, ich fand den Film doch schon sehr unterhaltsam. Es gab einige Stellen, an denen ich nicht laut lachen musste. Gamora ist nicht die alte Gamora, die wir kennen. Sie ist halt jetzt quasi die Nach-Endgame-Version, die ihr Gedächtnis verloren hat, was eine recht interessante Dynamik aufgemacht hat, weil ich hatte das Gefühl, sie sollte zwar die Gamora aus Guardians 1 sein, jedoch war diese Gamora noch skrupelloser, weil am Ende von Guardians 1 ist ja der Funke so ein bisschen übergeflogen zwischen Peter und Gamora. Und ich fand, die hatte hier so eine extrem trockene Art, fand ich persönlich extrem lustig. Aber man hat halt gemerkt, dass dieser Funke da einfach nicht da ist. Die Chemie zwischen den beiden, ganz ehrlich, kann ich mir noch nicht so hundertprozentiges Bild von machen. Müsste ich den Film nochmal sehen. Vor allem auch, wenn ich weiß, wo das Ganze drauf endet. Aber da lag der Fokus auch gar nicht so drauf. Das ist,
die Geschichte der beiden ist immer im Hintergrund so ein bisschen mitgeschwungen, weil Gamora kam durch die Revengers auch dazu. Das heißt, sie hat auch eigentlich gar nicht so eine riesige Rolle gespielt. Zum Ende hin wurde ihre Rolle immer größer, aber am Anfang war sie eigentlich eher nur so, hi, ich bin da. Und ich bin jetzt da, damit Peter die ganze Zeit rumheulen kann. Der Hauptfokus liegt halt hier wirklich auf Rocket. Auf Rockets Hintergrundgeschichte, von der wir halt nicht wirklich was wussten. Wir wussten, irgendwas Tragisches ist damals mit ihm passiert, aber jetzt haben sie es ganz, ganz clever gelöst. Die haben Rocket nämlich für den Großteil des Films rausgenommen. Die haben Rocket für den Großteil des Films ins Koma gelegt. Und somit die ganze Zeit musste man als Zuschauer Angst haben, dass er irgendwie hops geht. Das kann man nicht anders sagen. Aber sie haben es clever gelöst. Sie haben immer mal wieder Rückblenden zu seiner Vergangenheit eingespielt, sodass er selber gar nicht drauf reagieren musste, dass es nicht irgendwie so Triggerpoints gab, die das bei ihm ausgelöst haben, sondern man hat einfach seine Geschichte erzählt bekommen, die sehr, sehr tragisch ist und die auch sehr, sehr düster ist, finde ich. Also, ich bin ehrlich, ich würde noch nicht mit einem 12-Jährigen in diesen Film reingehen, weil es doch schon einige, besonders was Tierversuche angeht, creepy Szenen gibt. Also, da sind wirklich Momente dabei, wo an den Tieren rumoperiert wird, beziehungsweise wo an Rocket rumoperiert wird. Es wird nicht gezeigt, aber man hört es und man sieht die Reaktion der anderen. Und es ist doch teilweise schon echt verstörend, diese Szenen. Es sind nicht so viele da. Ein bisschen hat der Film auch an Toy Story 3 erinnert. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr den Film seht. Also, die haben es wirklich geschafft, einen richtig creepyen Bösewicht einzubauen, den High Evolutionary. Ach, geht so schwer von der Zunge. ja, es ist dieser Typ, bei dem hat man das Gefühl, dass der wirklich egal wen von unseren Helden umbringen könnte, jederzeit. Das ist das Gefühl, was dieser Film bei einem auslöst. Ich glaube, das ist halt nur beim ersten Mal gucken so, weil man kennt das Ende. Ich bin gespannt, wie er ein zweites Mal, ob er noch so funktioniert oder ob man dann so denkt, ja, okay, jetzt wird schon wieder damit gespielt, dass Charakter XY drauf geht. Ich weiß nicht, ob der Film beim zweiten Mal gucken noch so funktioniert. Ich hoffe es. Aber wir haben einen richtigen Psychopathen. Wir haben einen Psychopathen, der denkt, er könnte die Welt verbessern, der denkt, er könnte Gott spielen. Und es ist einfach, also, ich habe jede Minute, wo er onscreen war, irgendwie genossen, weil ich fand, wie er gespielt hat, war super. Also war richtig, richtig cool. Man hat ihn gehasst, also Job erfüllt. Aber ich fand es trotzdem faszinierend, mit welch einer Fokussierung er dieses absolut Böse rübergebracht hat. Also der High Evolutionary hätte ich gern noch mehr von gesehen. Vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal zurück. Sieht aber nicht davon aus. Man hat seinen Tod. Man hat ihn gesehen. Ich war mir nach dem Film nicht mehr ganz sicher. Aber man hat ihn gesehen. Ihm wurde literally das komplette Gesicht abgenommen. Es hatte so ein bisschen was von Anakin aus Star Wars 3, wie der am Ende da lag. Wie gesagt, der Film ist an einigen Stellen schon ein wenig brutaler. Ja, das auf jeden Fall. Mit Musik wurde auch hier wieder super gespielt. Ich freue mich schon, dass wenn in den nächsten Tagen die Playlisten wieder rauskommen, also die Leute auf Spotify oder auf YouTube Mixes erstellen von den ganzen Liedern aus dem Film, wurde wieder super mitgespielt. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es gab einen Teil im Film, den fand ich nicht so ganz prickelnd. Ich muss sagen, der Film geht 2,5 Stunden und er fühlte sich eigentlich zu keinem Moment irgendwie gezogen oder so an. Allerdings gab es eine Szene, da waren die irgendwie auf so einem organischen Planeten und da war alles mit Glibber und organisch und irgendwie, weiß nicht, das Setting hat mir nicht so hundertprozentig zugesagt. Da war ich auch froh, also war recht am Anfang des Films noch, da war ich auch froh, als sie dann da runter waren. Aber ja. Adam Warlock wurde uns ja damals in Guardians 2, ich glaube vor 6 Jahren, angeteased.
Das muss man sich mal überlegen. 6 Jahre auf eine Post-Credit-Szene gewartet. Und ich fand ihn super. Also, Adam Warlock, muss ich sagen, war mit einer meiner Lieblingscharaktere in diesem Film. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal die Rocky Horror Show oder die Rocky Horror Picture Show gesehen? Falls ja, ich fand, Adam Warlock war einfach der Rocky des Marvel-Universums. Er war, wie soll man, und das nicht nur wegen dem blonden Haar und der goldenen Gesichtsfarbe. Er war zwar nur ein Side-Character, viele haben sich vielleicht mehr davon erhofft. Also ich habe von einigen jetzt schon gehört, dass die mit dem Charakter nicht so wirklich warm geworden sind. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich persönlich fand ihn aber super. Für mich war das auch... Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der stirbt. Ich weiß nicht wieso, aber seit den ersten 3 Minuten fand ich den Charakter super. Der hat richtig viel Spaß gemacht, weil er einfach dieses verpeilte, kindliche hatte, aber trotzdem gefühlt so ein Superman war, aber nicht genau wusste, was er mit seinen Fähigkeiten anfangen soll. Und dann noch die Dynamik mit seiner Mutter, mit der Sovereign Queen. Fand ich sehr, sehr, sehr cool. Freue ich mich auch definitiv mehr von zu sehen. Also, wenn der ein Teil der neuen Guardians wird, gerne. Und mir war eigentlich auch schon klar, dass der gar nicht so der böse Schurke sein wird, weil, das ist ganz interessant, es gab mal ein Interview von James Gunn, wo er behauptet hat, dass man bei ihm in den Filmen immer weiß, Leute, die böse zu Tieren sind, sind die Bösewichte. Die Guten sind nie böse zu Tieren. Und das sieht man halt hier am High Evolutionary und an Adam Warlock total. Adam Warlock adoptiert ja dieses kleine, wie nennt man das? Das hat keinen Namen, dieses Vieh von dem einen Ravager. Und kann dem nichts antun, will den als Haustier unbedingt behalten. Und da siehst du einfach, dass es ein guter Charakter ist. Dass er eine gute Seite hat, bloß am Anfang einfach von Bösen ausgenutzt wurde. Und mir persönlich hat der Charakter richtig Spaß gemacht. Das war einer der Charaktere, wo ich am meisten mitgefiebert habe, dass denen nichts passiert. Das klingt total bescheuert, oder? Ja, klingt's. Aber ich weiß nicht, das war ein Charakter, wo ich sagen muss, mehr davon. Eigener Film, gerne. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber so viel will ich auch gar nicht mehr dazu erzählen. Schaut den Film gerne. Also schaut euch den Film an. Falls ihr es sehr wahrscheinlich, wenn ihr den Teil hier seht, habt ihr ihn schon gesehen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Film in die Kommentare. Und vielleicht gibt es ja bald mal wieder irgendwie einen Stream, wo wir darüber reden. Oder im Podcast kommen wir auch noch irgendwann zu Guardians 3. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal von meiner Seite und ciao!